Hallo Minecraft-Freunde! Hallo? Ja. Mein Name ist ZetantaLP und willkommen zu einem, ja, einem kleinen Adventure Map. Also, zu einer kleinen Adventure Map. Ich habe mir gedacht, statt normalem Let's Play bis Skyblock, mache ich jetzt einfach mal so Abwechslung mal eine kleine Adventure Map. So. Das Ding hockt nicht richtig auf den Ohren. Ja, das wird schon irgendwie gehen. Und zwar hier, The Sheeple Experience. Habe ich zufälligerweise gesehen, dass es hier manchmal gespielt hat. Ah, genau, bei Honeyball habe ich es gesehen. Ich dachte, ja, können die auch mal spielen. Ne, die hatte ich. Kannte ich bisher noch nicht und die finde ich recht interessant gemacht. Also, warum da quatschen die Villager sogar ein bisschen mit dir? So, und das ist halt auch ein ganz normaler Standard-Texturenpark. Ist, glaube ich, auch so gewünscht. Also, gehen wir einfach mal rein. Ja gut, ich kenne die Map schon zum Teil und ich habe es auch zum Teil schon ein bisschen so angezockt halt, aber... Ja, dieser Sound nervt so ein bisschen, aber naja. So, oder? Ja. Dear Diary. Also, liebes Tagebuch, Tag 37. Nope, nein, ich kann nicht, ich kann immer noch nicht entscheiden, was ich lieber mag. Scharfe Scheren oder schlafen? Scharfe Hüten wahrscheinlich. Okay, naja, egal. I still haven't tried sleeping with sheep yet. Okay. Sorry for eating. Hä, was? Keine Ahnung. Naja, Tag 36 steht nichts drin. If Mary's lamb was so little, was she not feeding it right or something? Keine Ahnung. Sheep abuse. Naja. Also, das ist ja im Adventure Mode gebaut. Wir sind hier natürlich unterwegs. Das dürfte, das ist Quarz, glaube ich. Ein schönes kleines Büchlein. Und ja, diese Kuhglocken, die nerven so ein bisschen. Und einfach mal. Nee. Ich würde sagen. Oh, was ist denn da los? Ich glaube, ich mache gerade mal die Musik aus. Weil die stört hier, glaube ich, eher. Oh, hallo. Hallo, Sir. Sorry to bother you, but the Meister would like to see you. There's some right bastards messing with us, and we need your help. Ja. Geile Musik. Ja. Und ich habe mir die Map auch mal genauer angeschaut. Das ist alles nur mit Command Blocks. Das ist ohne irgendwelche Mods. Ja, Leute, ist ja gut mit eurer Musik. Ja. Hallo, ich habe doch die Musik ausgemacht. Naja. Ich habe trotzdem Musik ab. Na, was soll's? Ja? Hello. I say hello. Ja, hallo. Ja, there you are. Ja, thank goodness you're here. My sheeple are in terrible danger. A great threat has emerged in the north. You must arm yourself here, trade with my sheeple, and then head out and defeat the evil that lies beyond. Aha. Quickly. Quickly now. You should go.
to go and trade and then go north. I'm quickly now. Really, I can't sustain this presence much longer. Go! Thank you. I thank you. Well, thank you later. Goodbye. Yeah, okay. Interessant. Irgendwie sieht er so komisch aus mit seinen XP-Dingern da um den Kopf rum. Also, ich weiß nicht, ob ihr alle Englisch könnt, die das schauen. Weiß nicht, viele werden es wahrscheinlich können. Also, der hat uns eben mitgeteilt, dass wir erstmal mit den Schafen hier ein bisschen handeln sollen. Also den, ja, eigentlich Villager, aber es sieht aus wie Schafe. Sollen wir mit denen sollen wir handeln und dann halt nach Norden gehen. Sonne, also. Moment mal. Ja, da ist Osten, da ist Westen. Naja. Wird schon irgendwie funktionieren. Naja, also wir müssen auf jeden Fall nach Norden. Und die Sonne? Hä? Moment. Ich bin gerade verwirrt. Also, die Sonne, die wandert nach da. Also ist da. Da ist Westen, da ist Osten. Also, müsste Norden da sein. Naja, mal schauen. Schauen wir uns mal hier um. Oh, was ist denn das? Ein Priester. Is a bit confused. He means west when he says north. Sehr gut zu wissen. Wir müssen also nach da drüben. Also, da in die Richtung da. Weil der Meister, der mit uns da gequatscht. Wieso heißt er eigentlich Meister und nicht Master? Komisch. Diese Map ist scheinbar, ist zwar eigentlich auf Englisch, aber gebratenes Hammelfleisch. Yeah, okay. Sind das hier Kannibalen oder was? Ja, doch mal ganz ehrlich, wenn du hast doch nie als Mensch irgendwie Menschenfleisch rumliegen und das ist ein Hammel und die haben Hammelfleisch rumliegen. Also, naja. So, mit dem können wir Wolle kaufen, und zwar mit Blumen. Also, Moment mal, das hätte halt. Der will entweder eine Tulpe oder eine Orchidee. Gut. Aha. Ah, okay. Damit können wir also dann Blumen abbauen. Oder Blumenpötte. Ja, ich kenne die Map schon so ein bisschen. Aber ich habe den da irgendwie ein bisschen gescheitert. Und vor allem hatte ich das Ding in der 1.8.1 offen und da sah es teilweise etwas komisch aus. Dann sind da irgendwelche Blumen irgendwo hier rumgeflogen. Da oben ist man hoch. Ja. Weizen. Gegen Wolle. Okay. Hallöchen. Ah, tauscht auch. Das scheinen allerdings normale Dorfbewohner zu sein. Also normale, bis auf die Sache, dass die Schafköpfe haben. Also, erstmal. Wo geht's denn eigentlich da hinten hin? Ja, wobei, wenn das auf der 1.8 ist, sind da wahrscheinlich hinten irgendwelche. Kommen da hinten wahrscheinlich auch irgendwelche Barrier-Blocks, dass du dann nicht versehentlich langläufst. Ja, und ich nehme an, wir sollen. Aha! Darüber springen. Ups. Ja, Ruhe da unten. Der Schafe. Also ich finde diese Map geil. Zumal ich auch dabei bin, eine eigene Adventure-Map zu entwerfen. Ah, da unten ist ja auch noch.
Aua. Autsch. Ich glaube, ich lege mich mal gerade kurz schlafen. Also sehr praktisch. Das ist, glaube ich, alles über Command Blocks realisiert, wenn ich es richtig gesehen habe. Also das ist richtig gut gemacht. Ja, wir wollten ja da hoch. Wie viel FPS habe ich denn eigentlich? 11 FPS, Alter. Warum hakt der denn so? Ja, da stehen noch mehr Blumenpette rum. Die Blumenpette hier habe ich noch vergessen. Wir sollten aber bloß aufpassen, dass wir nirgends runterfallen, wo wir dann nicht mehr hochkommen, weil Blöcke platzieren können wir ja keine, weil das Adventure Mode ist hier. Ich kann jetzt zum Beispiel hier nichts abbauen. Ich kann nur mit dieser Hake, kann ich ja Blumenpette abbauen. Aha. Scheiße. Ah. Naja. Ja, ich könnte ja das Weizen zu Broten vercraften, aber das ist nicht sinnvoll, weil ich das Weizen ja nämlich brauche zum Handeln. Ha, gut. So, verdammt. Scheiße. Och, Manu. Ich bin so ein Jump'n'Run-Profi. Naja. Ich denke mal, ich werde hier da auch ein paar einzelne Folgen daraus machen. Ich werde es nicht am Stück raushauen, weil ich nehme jetzt schon 12 Minuten auf. Und das kann auch dauern. Vor allem bei meinen Jump-and-Run-Künsten. Also da so bei dem oben gehupse. Ja. Ja, Alter. Ich bin so ein Profi. Ja, ich wollte gerade eben schon quicksafen, wie... Autsch. Wie Gronkhs bei Max Payne dauernd gemacht hat. Ich schaue ja gerade bei Gronkh Max Payne. Also, Max Payne 1. Das mit dieser komischen Musik da. Also, ja, und das schaue ich halt gerade da. Macht Gronkh dauernd quicksafe. Aber sowas ist in Minecraft nicht vorgesehen. Naja, Alter. Ah, Mann.